Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Kalte Luft. Ich spüre nichts. Ich hab Fenster zu. Hast du Fenster zu? Ich hab Fenster auf. Ich will ein bisschen was auch hier von der Gegend mitkriegen. Nicht, dass du krank wirst, ne? Also, ja, das stimmt. Der Zug. Ja, sag mal. Was machst du? Ich bin jetzt schuld. Hallo und herzlich willkommen hier bei. Ich glaube, da hat dir gerade jemand die Anmoderation versaut. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut, wir fahren dann gleich mal los. Wir fahren los. Und währenddessen. Oh, da kommt er wieder. Oh, dieser Spaß, ne? Mit dem sind wir gerade schon die ganze Zeit zugange. Mann! Ich glaube, jetzt wird er gesucht. Ja, als wenn das irgendwas helfen würde. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach los und deswegen fangen wir mal von vorne an. Also herzlich willkommen hier bei The Crew, dem bekloppten Spiel aller Zeiten. Wo ein gewisser Master Chief 99 uns jetzt hier gerade voll in 10 Minuten voll beschäftigt hat. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Las Vegas und zwar in einem Stück. Wir machen keine Blitzreise, das heißt, es wird jetzt eine sogenannte, wie hast du sie nochmal genannt? Ein Roadtrip. Ein Richtig, Roadtrip. Genau. Und in diesem Sinne sage ich auch nochmal lieben Gruß und ein Hallo an Mr. Miss. Ja, guten Tag. Hier ist vergessen. Mr. Miss, the Master of the Roadtrip. Aber ist doch so ein feststehender Begriff, oder? Da habe ich mir jetzt ja gar nicht so ausgedacht, Roadtrip. Also ich kenne das so, als wenn man so einen Autourlaub macht, sage ich mal. Auch wenn dem so ist. Oh ja. Ups, Entschuldigung. Das wird jetzt noch ein paar Mal öfter passieren hier. Ja, ich meine, wir haben jetzt die Mission versucht, ja, habt ihr ja gesehen in der letzten Folge und das hat alles überhaupt nichts gebracht. Da haben wir gesagt, komm, dann ja, heizen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ich war ja auch noch nie in Las Vegas, wir waren hier noch nie in Las Vegas, hier im Singleplayer sozusagen. Und das werden wir jetzt mal ändern, ein bisschen was sehen hier vom Land. Mal ein bisschen auch mal das ausnutzen, dass man hier die Riesenkarte hat, das ist ja schon geil. Also ich war schon da. Ja, er war da gewesen, ne? Ja, ja. Und wie ist es? Hast du Glücksspiel? Hast du gemacht? Nee, ich bin eigentlich nur so mehr oder weniger durchgefahren, weil ich auf der Suche nach einem Auto war. Einem Wrackteil. Ja, ja, ja. Ah, nee, dann mal genießen. Bist du so der Glücksspieler? Nee. Also Spieler offensichtlich, aber Glücksspieler gar nicht, oder wie? Nee, nicht wirklich. Also ich wollte mich schon seit Jahren mal irgendwie an Poker versuchen. Ja. Allerdings habe ich so im Internet. Dieser Super Chief ist schon wieder da, ey. Entschuldigung. Was? Erzähl weiter. Der verfolgt uns nur weiter. Da müssen wir noch irgendeine Lösung finden, aber. Mann, der Typ nervt. Jedenfalls habe ich es versucht und habe dann auch in verschiedenen Internetforen dann, beziehungsweise so diese Pokerstars und blabliblub. Aber irgendwie hat das für mich hat den Anschein gehabt, als ob ich schon von vornherein Geld bezahlen muss. War ich also ein bisschen skeptisch, weil ich will nicht unbedingt für irgendwas, wo ich von vornherein nicht weiß, ob ich lange dranhänge, würde ich auch kein Geld bezahlen. Ja, aber Poker war eben halt so das Spiel, was ich gerne mal lernen möchte. Oder es ist das Spiel, was ich gerne mal lernen möchte. Ja, Poker ist ja auch, man sagt ja, glaube ich, so, ne, die Regeln hat man schnell, aber so die Perfektion, das dauert ein Leben lang oder so. Ne? Gibt es irgendwie so einen Spruch. Ja, ich glaube auch, ja. Ja. Aber ich denke auch so online, ich meine, ich habe jetzt noch nie das online versucht und vielleicht, keine Ahnung, falls das mal jemand gemacht hat, kann er ja mal schreiben, wie das so ist, aber ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen vor, denk so, ach komm, wenn du in echter sitzt und siehst, wie die Schweißperlen von der Stirn herunterrollen und so, das ist ja ganz cool, aber jetzt so online, weiß ich nicht. Ja, im Fernsehen habe ich ja so bei Sport1 und so, habe ich das ja auch schon mal gesehen, das finde ich total cool und so, aber ich check auch die Regeln irgendwie nicht so, also teilweise check ich sie, aber teilweise auch wieder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen, naja, weil ich werde mich da nochmal irgendwie versuchen hinterzuklemmen und so, weil ich will das echt mal lernen. Das macht echt Laune. Ja, ich finde, Pokern sollte man irgendwie, sonst kann man sich nicht ernsthaft Gamer nennen, wenn man nie gepokert hat. Ich finde ja eigentlich auch, jeder sollte so ein bisschen, muss ja nicht gut sein, aber so ein bisschen so ein Grundverständnis haben von Schach, auch meiner Meinung nach. Ja, Schach kann ich. Kannst du? Spielst du? Regelmäßig? Ja, ich spiel Schach und ich kann Schach, ja. Ja, geil, super. Machen wir auch mal. Mach mal ein Let's Play Schach. Let's Play. vom Quatschen wahrscheinlich. Aber gibt es, habe ich schon gesehen. Also ich habe schon Schach-Let's Plays gesehen. Oh, es schneit. Oh, wie schön. Das ist nicht gut, das wird rutschig. Ja, aber es ist schön. Apropos was? Rückwärts fahren. Oh, der rückwärts. Oh, wir müssen gleich rechts ab. Vorsicht. Oh, oh. Ab in Schnee hier. Oh, aber schön. Ist so schön hier. Oh, oh. Da werde ich wieder ganz weihnachtlich. Hm.
So, hier einmal die Düne runter. Wie heißen die Berge hier oben eigentlich? Sag mal, sind das... Mountain States, keine Ahnung. Ups, die Rockies sind es ja nicht, schon mal. Ein Tunnel. Ja, Ogre Schach. Ich finde, bei Schach finde ich das Krasse, dass das Spiel so eine, doch so eine Spieltiefe entwickelt, aus der so, mit so einfachen Mitteln. Also ich meine, die Spieltiefe ist immens. Ich, wahrscheinlich das Spiel mit der größten Spieltiefe überhaupt ever, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, ich finde Schach ziemlich brutal. Ja, ja, absolut. Und vor absolut allen Dingen auch brutal. So ein bisschen masochistisch. So ein bisschen. Sadomaso-mäßig. Es hat so ein bisschen SM-Feeling, hat es tatsächlich, finde ich auch, weil es, Entschuldigung, es geht ja auch so ein Stück weit um Macht tatsächlich dabei. Wenn du so merkst, okay, die andere Seite ist jetzt gerade erdrückend in der Übermacht oder erzwingt jetzt gerade irgendeinen Zug, ja, dann ist nicht so weit davon weg, letztlich, ne? Ja, ist richtig. Und man muss es halt, ja, genießen können oder auch nicht, Geschmackssache, aber das ist schon so. Ich war übrigens gerade neben der Straße her, beziehungsweise unter der Straße. Ich bin etwas vom Weg abgekommen. Ja, das ist auch gut, ich bin zurückgefahren. Ah ja, ja, ich komme jetzt gleich hoffentlich hier wieder hoch. Warte mal, hier mit einem gewaltigen Sprung komme ich jetzt hier. Hui, nee, scheiße, hat nicht geklappt. Ja, ich komme jetzt nicht so schnell vorwärts gerade hier, offroadend. Tut mir leid. Ja, ich sehe schon, die Zahl nimmt rapide an. Ah, da ist er, ja. Fuck. Ja, immer wenn es gerade laut kracht, dann ist er in der Nähe. Ja, und du wirst gesucht. Ach ey, die sollen mich mal hier in Ruhe lassen. Ja, ich komme gar nicht vom Fleck hier. Ja, ich komme hier aber nicht hoch. Ich krieg ihn nicht hoch, scheiße. Mach mal. Na gut, da muss ich ihn runterlassen, holen. Mach Blitzreise auf mich. Nee, ich mache einfach zur Straße zurückkehren. Und das macht er aber auch nicht, weil ich direkt unter der Straße stehe hier. Das ist ja assi. Ach nee, jetzt. Ja gut, warte mal. Einmal hier rum, so. Setz den Berg hoch, ja. So. Aber ich komme jetzt muss ich mal irgendwie hier wieder echt auf die Straße kommen. Das ist ja, kann ich denn jetzt hier nicht über den hier? Jetzt geht's. Jetzt, nee, er macht mich nicht zurück auf die Spur. Da muss ich mich wirklich. Dann bla. Blitzreise ich mich jetzt zu dir. Was soll das? Der Yellowstone. Wir sind im Yellowstone Nationalpark, Monsieur. Aha. Sehe ich gerade. So. Der hat mich schon wieder neben die Straße. Irgendwie hat der ein Interesse daran, dass ich nicht auf dieser Straße bin. Ich bin schon wieder unter der Straße. Gut, dann sind das mach mal die Karte für eine auf. Scheiße. Mach mal die Karte auf und scroll direkt auf die Straße. Ja, habe ich versucht eigentlich. Und dann mach mal Blitzreise dahin. So, genau da möchte ich jetzt gerne hin. Jetzt steht das Auto richtig. Na Gott sei Dank. Na, geht doch. Ah, Dankeschön. Gerne. Aber die Aussicht hier, das ist schon fein hier, du kannst nichts sagen. Wechselt mal hier ein bisschen die Kamera, die ganze Zeit in der dritten. So. Ah. Kalte Luft. Ich spüre nichts, ich habe Fenster zu. Hast du Fenster zu? Ich habe Fenster auf. Ich will ein bisschen was auch hier von der Gegend mitkriegen. Nicht, dass du krank wirst, ne? Also, oh! Ja, das stimmt. Der Zug... Ja, sag mal. Was machst du? Ich bin jetzt schuld. Eindeutig irgendwie reingerannt, randrammt hier, Nico. Alles klar. Sie hören von meinem Anwalt. Ja, das freue ich mich schon. Kann ja mal versuchen, mir einen Brief zu schicken. Mal sehen, ob der ankommt. Mit einem A-Brief aus der Schweiz. Kennst du den A-Brief oder B-Brief? A-Brief? Nee, A-Brief ist das, glaube ich. Ein A-Brief? Nee. Ich war Freitag nämlich, vergangenen Freitag, war ich bei Kaya Jana. Da, ja. Der war in Hamburg, also hat sein neues Programm vorgestellt. Und da hat er erzählt, dass es in der Schweiz zwei Arten von Briefsendungen gibt. Einmal die ganz normale. Also die innerhalb von, keine Ahnung, 3 Tagen oder so dann beim Empfänger ist. Und dann eine, die etwas langsamer geht, also noch länger braucht. Und das ist, glaube ich, dann entweder die A-Post oder B-Post irgendwie. Aha. Also sozusagen so Low-Priority-mäßig so. Ja, deswegen dachte ich, hey, vielleicht kennst du das ja. Ist mir bisher noch nicht untergekommen, nee. Ich hatte jetzt gerade gedacht, dass es um Luftpost oder nicht Luftpost ginge, aber... So Avignon, wie heißt das denn hier? Flugzeug auf Französisch? Air,
Englisch. Englisch geht auch. Air. Airmail. So. Englisch geht auch. Nur 28 Kilometer zu fahren. Ja, guck, das geht super schnell hier. Guck mal, die Berge haben wir schon weit hinter uns. Wir haben ja schon fast die Hälfte jetzt. Wow, da kommt Nico. Den fahre ich jetzt hinten rein. Oh, nein, ich fahre in die Wand lieber. So. Wow. Polizei, Vorsicht. Ja, die könnten mich mal. Das müssen wir auch noch machen, die Wer wird mehr gesucht Challenge. Wow. Ah. Na, so. So. Oh, nee, nicht gut. Wow, nicht ich gut. Hab ihn auch. Nein, gar nicht gut. Aber das Gute war, dadurch, dass ich in jemandem anderen reingefahren bin, bin ich dann nicht in dich reingefahren, immerhin. Oh, was ist das denn jetzt hier? Da. Und da hinten fährt Oblaso. Ein sehr schöner Nick. Scheiße, ey. Vielleicht heißt er auch einfach nur Blaze, glaube ich. Aber ich habe gerade nicht Oblaso gelesen. Ich glaube, er ist wirklich einfach nur Blaze und hat seinen Namen etwas dekoriert. Aber nicht gerade sehr so vorteilhaft, aber alles gut. Kennst du hier die es gibt tatsächlich die Website, beziehungsweise das ist eine ganze Firma, glaube ich, die heißt Pen Island. Und hat das aber ohne irgendeinen Bindestrich oder so als Website, also penisland.com. Mhm. Und wenn man mal sich das einfach nur so schriftlich, sag ich mal, reinzieht, dann ist man doch recht schnell bei Penisland, so. Okay. Das ist echt total bescheuert. Aber sie verkaufen nur Stifte. Ich habe das überprüft. Es ist wirklich... Oh. Bin gerade etwas zurückgeblieben hier hinten. Oh, sag mal. Las Vegas, wir kommen. Wir machen eine wilde Nacht in Las Vegas. Und dann gehen wir zu Dings gehen. Wie heißt sie denn? Britney. Britney hat doch eine Show in Las Vegas, oder nicht? Echt? Weiß ich nicht. Mhm, ich glaube. Oh, fuck. Ja, ich fahre auch schon wieder im Gegenverkehr hier. Mann. Oh, sag mal. Was war das denn jetzt? Du musst gleich mal eine Kaffeepause einlegen. Du bist echt ein ganzes Stück weit vorne hier. Kaffeepause hier mitten auf der Autobahn? Meinetwegen. Ja, ja. Oh, nee. Oh, ich mach's besser, pass auf. Hollinger-Style. So. Ja, ja, hub du nur. Boing. Ach, ey, diese Autos, ey. Also nur zur Info, ich fahr wieder rückwärts. Ah, the one-hand-backward-Style ist am Start. So. Wenn wir da eines Tages hinkommen, dass du rückwärts genauso schnell bist wie ich, dann gebe ich dir einen aus. Hallo. Oh. Oh, wow, 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 jetzt hier. Ah, nein, geh weg, geh weg. Ach, Typ, ey. Oh. Scheiße. Man sieht das Chaos. Aber es macht auch immer so viel Spaß, wenn man diese Unfälle verursacht. Ich meine, manchmal habe ich fast das Gefühl so... Ja, ich will nicht wirklich sagen, dass es zwanghaft ist, aber... Es geht in so eine Richtung. Guck mal, jetzt geht's auch schon wieder bergab. Wir sind hier schon Schluss mit Yellowstone Nationalpark und so. Oh, sag mal! Also. Ja, was denn? Wer auffährt, ist schuld. Das ist so. Alles klar, ich spule mal eben kurz zurück vor knapp 5 Minuten. Boah, hast du das gesehen? Boah, ich bin ihm übers Dach drüber gesprungen. Oh, und da kommt eine Stadt hier zur Rechten. Wir sind, glaube ich, falsch gefahren, kann das sein? Fast, nee, fast ich glaube falsch. Nicht. Echt? Naja, das ist ein Alternativweg. Okay, alles klar. Achso. Einmal hier rum. Wo sind wir denn hier? Wir sind immer noch in den Salt Lake Resorts. Aha. Mal sehen hier. Bisschen hier Skiurlaubsfeeling. Komm, das gucken wir uns mal an hier, das Städtchen. Ja. Salt Lake City ist das hier. Salt Lake City. Das ist hier oben. Das wusste ich überhaupt nicht. Dann müsste doch hier auch diese große Mormonenkirche. Die ist doch in Salt Lake City, oder nicht? Diese vielleicht riesen, ist es die an der rechten Seite da? Ja, ja, das könnte sein, ne? Das ist doch hier quasi Mormon Hauptstadt. Aber nee, die sieht, glaube ich, anders aus. Oder ist das die? Hm, warte mal. Kurz mal gucken hier. Ich glaube, die sieht anders aus. Das, was ich gerade im Kopf habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Das Walker Center haben wir hier.
Aha. Ich wusste das wirklich nicht, dass hier so weit im Norden ist. Salt Lake City. Boing. Heck bricht aus. Wie war das nochmal bei den im mormonischen Glauben, sagt man das so, mormonischen Glauben, war das nicht so, dass Jesus, nachdem er die ganze Nummer in Europa durchgezogen hat, dann nach Amerika gefahren ist und dann da auch gesehen hat, dass die Indianer sündig sind und sie dann rot gemacht haben? Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Man möge mich korrigieren, wenn es Quatsch ist. Ich möchte hier niemanden zu Unrecht diskriminieren, aber sollte es so sein, dann möchte ich gerne diskriminieren, weil das ist sehr diskriminierend. Ja, das ist an mir vorbeigeschlittert. Ich weiß es nicht. So, ich bin mal kurz hier auf dem Aussichtspunkt. Ach so, ja, Mensch. Und ich fahre schon wieder weiter hier. Ach so, ja, Entschuldigung, ich hätte auch mal Bescheid sagen können. Ja, ja, hättest mal sagen können, aber ist egal. Ja, ich habe, Verzeihung. Salt Lake City haben wir hier. Erfahrung 25 Punkte, bla bla bla. Anzeige wechseln. Diese 1847 gegründete Stadt ist die bevölkerungsreichste von Utah und zugleich die Hauptstadt. Sie zeichnet sich durch eine starke Wintersportindustrie aus, wie man hier auch schon im Männchen sieht, was hier durch die Gegend fliegt auf dem Ding. Naja, toll. Alter. Was machst du? Ein Mausomat, der nennt sich Mausomat, hat mit seinem schicken Lamborghini Revelton mich quasi einmal von der Straße geschubst. Super. Wieso? War bestimmt ja, das schon Stufe 50. Ja, genau, das sind so die Leute, die jetzt die am Anfang gleich angefangen haben und immer noch spielen und jetzt Langeweile kriegen und deswegen uns hier zu Recht wahrscheinlich, Entschuldigung, hier ein paar Passanten, ja, um deinen Fall, uns hier natürlich sich über uns gerne lustig machen möchten, aber das werden sie noch bereuen, wenn wir erst Stufe 5000 sind. Dann werden wir sie ignorieren. Ich glaube, ganz eiskalt. Ich glaube, bei Stufe 50 ist Schluss. Echt? Gibt's, ach so, 50 ist echt Maximum. Ach so. Ich glaube ja. Ich habe bis jetzt noch keinen höheren gesehen. Na, kann sein. Jups. Ja, ich meine, irgendwann hat sich ja auch mal so ein bisschen. Also, was willst du denn? Da musste. Ja, wobei, könnte es natürlich sein, dass sie irgendwann dann nochmal so mit fiktiven Autos anfangen. Boah, nee. Oh. Ui. So, es kam auch noch kein DLC für The Crew, meines Wissens, oder? Nee. Haben sie ja groß angekündigt, dass da auch DLCs kommen sollen, aber... Cool wäre, wenn Deutschland kämen würde. Fände ich auch mega geil, wenn du wirklich so einmal durch Deutschland durchheizen würdest. Könnte man ja auch vom Maßstab ein bisschen größer machen, sagen wir mal quasi eigentlich genauso groß wie Amerika, jetzt so von der Spielkarte. Aber entsprechend halt vom Maßstab ein bisschen anders, dass du halt wirklich da so... Ja, wow. Und Buxtehude sollte auch mit drin sein. Und Buxtehude gehört garantiert drauf, ja. Die über 40.000 Einwohnerstadt auf jeden Fall. Oh, ich sehe Las Vegas, ich sehe Las Vegas. Oh, du siehst schon Las Vegas. Oh nee, ich drück aufs Gas. Oh, ich hab so Bock auf Las Vegas. Viva Las Vegas. Yeah. Das ist so eine kranke Stadt. Ja, ne. Oh! Die Verbindung zu Uplay ist verloren gegangen. Och, bitte starte das Spiel neu. Jo, super. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Bei dir auch, ja gut, dann ist es wenigstens nicht nur bei mir. Ah. Tja. So viel zum Thema Las Vegas. Ja, das wir passt sind doch. Gleich wieder da. Ja, Folge ist jetzt eh vorbei. Ja, ist aber ein bisschen trauriges Ende jetzt, finde ich ehrlich gesagt. Scheiße, ey. Gut, okay. Ja, Leute, ihr seht schon, Verbindung ist verloren gegangen, so ist es eben leider. Trotzdem danke und so. Ebenso. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns dann hoffentlich. Ich habe hier echt voll auf meine Tastatur gespuckt. Ich fass es nicht. Wir sehen uns in Las Vegas, sobald die Server wieder online sind. Jawohl. Bis dahin. Ihr habt euch wohl. Auf bald. Tschüss.